Punkt 17.4, Gewährleistung der Aufkommensneutralität der Grundsteuergesamteinnahmen in Umsetzung der Grundsteuerreform. Hier ist Einreicher die CDU-Fraktion, die zunächst starten kann. Und danach haben wir einen Ergänzungsantrag der Dissidenten. Und dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Bitte schön, wer macht es? Herr Krüger. Werter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, warum musste die Grundsteuer reformiert werden? Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2018 die alte grundsteuerliche Bewertung für verfassungswidrig erklärt, weil es gleichartige Grundstücke unterschiedlich bewertet und somit gegen die Gleichbehandlung verstoßen hat. Es hat weiterhin entschieden, dass spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine gesetzliche Neuregelung geschaffen werden muss. Die Grundsteuer kann allerdings nach der derzeitigen Form bis zum 31. Dezember 2024 unverändert erhoben werden. Ab dem 1. Januar 2025 wird dann die Grundsteuer auf Grundlage neuen Rechtes erhoben. Die bisherige Berechnung der Grundsteuer basiert auf jahrzehntealten Grundstückswerten, den sogenannten Einheitswerten. Im Westen werden die Grundstücke nach ihrem Wert von 1964 berücksichtigt, in den ostdeutschen Ländern sogar nach den alten Werten aus dem Jahr 1935. Diese sogenannten Einheitswerte werden dann mit dem sogenannten Hebesatz und der Steuermesszahl multipliziert und das ergibt dann die Grundsteuerhöhe, die dann jeder individuell zu zahlen hat. Wenn man dieses System unverändert nach 25 in Dresden anwenden würde, gäbe es eine massive Erhöhung, zum Teil um das Mehrfache des bisherigen Betrages. Aber nicht nur die Eigentümer, zum Beispiel von Eigenheimen, wären davon betroffen und hätten diese Lasten zu schultern. Nein, auch alle Mieterinnen und Mieter, und das ist viel zu wenig bisher in den medialen Fokus gerückt, müssten diese Steuer zahlen, denn die Vermieter können diese Steuer vollumfänglich umlegen. Eine deutliche Erhöhung der ohnehin schon sehr hohen Mieten in unserer Stadt wäre die Folge. Und hier setzt unser Antrag an. Wir möchten aufmerksam hier einige mithören, dass wir ihre täglichen Sorgen und Nöte ernst nehmen, die sie durch Energiekosten, Auswirkungen der Inflation, hohe Lebensmittelkosten und so weiter ernst nehmen und sie nicht noch weiter belasten. Das ist einer der wenigen Hebel, die wir als Kommunalpolitiker haben. Dazu soll der OB bis zum 30.04. ich bitte diese redaktionelle Änderung noch aufzunehmen, dem Stadtrat eine erste bis dahin vorliegende Übersicht der Grundsteuermessbeträge vorlegen. Daraus lässt sich dann im zweiten Schritt rein rechnerisch eine Ableitung auf den kommunalen Hebesatz erstellen. Darüber hinaus wollen wir, dass im derzeitig zu erarbeitenden Entwurf des Doppelhaushaltes 2025-26 die Einnahmen aus dieser Steuerart unverändert wie 2024 angesetzt werden. Wir sagen aber auch ganz klar, dass es durchaus in Einzelfällen zu Senkungen, aber auch zu Erhöhungen der individuellen Grundsteuerbeträge kommen kann. In Summe aber wollen wir die Aufkommensneutralität der Gesamteinnahmen sichergestellt haben. Der Ergänzungsantrag der Dissidenten geht in eine falsche Richtung. Abgesehen davon, dass es in einigen westlichen Bundesländern schon mal vor über 50 Jahren derartige Versuche gab, Stichwort Baulandsteuer, die allesamt wieder nach wenigen Jahren kassiert wurden, ist dieses nicht ohne weiteres auf unsere Stadt zu übertragen. Zuerst müsste eine sogenannte Allgemeinverfügung öffentlich die städtebaulichen Erwägungen bekannt machen. Das heißt, ein bestimmter Raum müsste eingeordnet werden, zum Beispiel Teile oder die gesamte Kommune. Die Kommune müsste einen erhöhten Bedarf an Wohn- und Arbeitsstätten, Gemeinbedarfseinrichtungen und die Folgen einer Nachverdichtung rechtssicher darstellen.
Da wir gegebenenfalls zu einem anderen Termin noch einmal mit einem gesonderten Antrag der Dissidenten zum gleichen Thema beschäftigen werden, hier meine kurzen Kritikpunkte. Wenn wir diesen Ersetzungsantrag der Dissidenten annehmen würden, würden wir zum Beispiel auch die nicht bebauten Grundstücke der WED, die wir hier ja einlegen, zukünftig besteuern. Ein Widersinn ohnegleichen. Zudem trifft die Grundsteuer C die Falschen. Wirkliche Spekulanten haben genug Kapital, diese Steuer jetzt zu zahlen und später in dem Verkauf einzupreisen. Der Benachteiligte wäre wiederum der Käufer, der seine für später genutzte Eigentumswohnung nutzen möchte. Ja, ich komme zum Schluss, noch zwei Sätze. Und diejenigen, die beispielsweise Teile ihres Landes dafür aufheben, vielleicht den Kindern oder für sich selber altersgerecht ihr Eigenheim umzubauen, wären diejenigen, die darauf draufzahlen müssten. Das heißt, diese Steuer führt zu erhöhten Grundstückskosten und zu Folgen höheren Bauleistungen und damit auch höherer Mieten. Das ist für uns kein gangbarer Weg. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt wäre die Möglichkeit, den Ergänzungsantrag einzubringen. Herr Dr. Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Was behandeln wir hier gerade? Die Grundsteuerreform. Ich möchte es ganz kurz in 10 Sekunden erklären. Das Verfassungsgericht hat gesagt, wir müssen eine Reform machen. Also Deutschland muss eine Reform machen, nicht der Stadtrat. Und jetzt quasi haben sich die Grundsteuerbeträge für die einzelnen Häuser geändert. Aber die Kommunen haben quasi so ein Dampfrad, da kann man dran drehen und sozusagen Prozente hoch oder runter schieben. Und so kann man die Gesamtsumme der Steuer, Grundsteuer B, das ist das, was die Mieterinnen und Mieter bezahlen und auch Leute mit Eigenheim, das kann man sozusagen hoch und runter drehen. Und der Antrag der CDU möchte jetzt, dass wir das Dampfrad genau so einstellen, dass wir als Stadt genauso viel Grundsteuer einnehmen wie vorher. Das ist in meinen Augen vollkommen nachvollziehbar und da ist auch erstmal gar nichts dran zu rütteln. Was aber jetzt die Grundsteuerreform sozusagen den Kommunen auch gegeben hat, das ist jetzt eine Neuerung, das ist die sogenannte Grundsteuer C. Die Grundsteuer C ist auf Grundstücke, die man bebauen kann, die also baufertig sind, die angeschlossen sind, die aber einfach liegen gelassen werden, aus welchen Gründen auch immer. So, und dann ein Grund ist natürlich logischerweise, dass ich habe ein Grundstück gekauft, ich lasse es liegen in der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal mehr wert wird. Und das ist ja vielleicht in einer Stadt, wo wir Grund und Boden dringend brauchen, vielleicht nicht unbedingt das, was man machen sollte. Man sollte also diese Grundstücke, die einfach liegen gelassen werden, man könnte auch sagen, die Spekulationsgrundstücke sind, sollte man besteuern. Und wir haben jetzt die Möglichkeit mit der Grundsteuer C, wenn wir sie hier in diesem Stadtrat einführen, auch zu besteuern. Was dann natürlich dazu führen würde, dass Leute, die ein Grundstück liegen lassen über Jahre, Jahrzehnte und es nicht nutzen und es niemand nutzt, dass die sich überlegen, okay, gut, dann würde ich das jetzt mal verkaufen oder bebauen. Wenn sie es bebauen, ist ja okay. Wenn sie es verkaufen, es gibt also sozusagen, ich habe es heute schon mal gesagt, ich glaube, wir leben im Kapitalismus, oder? Wenn jetzt sozusagen ein Druck entsteht, dass mehr Leute Grundstücke verkaufen, Angebot und Nachfrage, dann ist es natürlich so, dass es einen Druck auf die Preise gibt und es eher die Preise nach unten verschiebt. Währenddessen, wenn jeder sein Grundstück liegen lässt, niemand verkauft, dann ist der Markt sozusagen tot und dann gehen die Preise natürlich in die Decke. So, und der Inhalt, der wirkliche Inhalt, und das muss die CDU dann mal wirklich versuchen, irgendjemandem da draußen zu erklären. Unser Vorschlag ist, wir führen die Grundsteuer C ein, ich habe eben das mit dem Dampfrad erklärt, ne? Erst die Grundsteuer B ist so, dass es so ist wie vorher. Wir führen jetzt die Grundsteuer C ein und wenn wir da Geld einnehmen, dann geht die Steuer für alle anderen runter. So, das ist das Problem. Wieso gehen denn die Mieten hoch? Wieso gehen denn die Mieten? Das ist doch totaler Irrsinn. Jeder Mensch, der mietet, weiß, er zahlt Miete und einmal im Jahr kommt das mit der Grundsteuer. Wieso gehen denn dann die Mieten hoch? Das ist doch Quatsch. Das ist doch...
Es ist also gut. Wenn wir jetzt, das heißt also, wenn wir jetzt die Grundsteuer erhöhen würden, die CDU, Grundsteuer, wir erhöhen die Grundsteuer, dann gehen die Mieten runter, oder was? Ja? Also, es gibt keinerlei Logik in dem, was die CDU sagt. Wir möchten die Grundsteuer C einführen, damit Spekulationsobjekte besteuert werden und diese Steuern, die wir einnehmen, auf die Steuern senken von allen anderen. Ja, alle zahlen weniger und die rein zufällig, ich meine, wie viele Leute kennen Sie, die eine Spekulation, das ist ja nicht so ein Ding, das überall jeder Mensch hat, so, ich habe hier drei Spekulationsgrundstücke rumliegen. Also jeder, der ein Spekulationsgrundstück hat, zahlt und die Grundsteuer bezahlen, nämlich wir alle, zahlen weniger. So, die CDU kann jetzt nicht mehr als lachen und feixen, versucht dann natürlich irgendwie mit irgendwelchen Sachen hier mich zu stören und zu sagen, ja, vor 50 Jahren wurde die schon mal eingeführt und dann hat man sie nachher wieder abgeschafft. Ja, warum hat man sie abgeschafft? Weil natürlich die Grundstückswirtschaft, die FDP damals, naja, geschmiert, aber die haben da angerufen und dann hat die FDP dafür gesorgt, dass es wieder abgeschafft wurde. Weil wir natürlich in einem Land leben, was Spekulations- und Gewinne sehr gerne durchlässt, aber uns alle besteuert. Ich bin jetzt gleich fertig und deswegen sollten wir die Grundsteuer C einführen. Zugucken, wie die CDU sich jetzt in ihrem zweiten und dritten Redebeitrag versucht, um Kopf und Kragen zu reden. Meine Damen und Herren, bitte führen wir hier die Grundsteuer C ein. Dankeschön. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. SPD würde beginnen. Wird das Wort gewünscht? Nein. FDP, Herr Blödner, verzichtet. Freie Wähler, Freie Bürger? Nein. Dissidenten? Nochmal? Nein, reicht. AfD, Herr Lommel. Ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream und hier im Saal. Ja, ein wichtiges Thema. Herr Krüger hat die wesentlichen Fakten, die um die Grundsteuer geht, eingeführt. Alles komplett richtig. Ein paar Neuigkeiten vielleicht noch von meiner Seite insoweit, dass 2023 wir von der AfD im Sächsischen Landtag dieses Ansehen auch hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten gerne haben, dass die Steuern und zwar generell in allen Gemeinden eben nicht zu Lasten nach oben gehen. Das hat zeitgleich der damalige oder Finanzminister Vorjohann eben genauso gesehen, hat gesagt, braucht ihr gar nicht beantragen, habe ich schon gemacht. Und zwar gibt es ein Transparenzgesetz, wonach dann im März diesen Jahres sollte sein, ich weiß nicht, ob es geschafft worden ist, im Internet kontrolliert werden kann, wie die Gemeinden tatsächlich mit dieser Steuer umgehen. Das heißt, der Bürger kann sehen, ist meine Stadt lieb oder ist meine Stadt böse, erhöht sie die Steuer oder erniedrigt sie sie. Also sprich, es ist ein Druck aufgebaut auf die Gemeinden, eben dieses Instrumentarium des Bundesverfassungsgerichts nicht zu nutzen, um klammheimlich oder in irgendeiner Form im Gesamten sich den Stadtsäckel voll zu machen. Gesagt, getan, die Sache ist soweit in Ordnung. Das heißt, der Antrag von der CDU ist bereits schon auf oben genannten Ebene bereits schon letztendlich so in diese Richtung gedacht worden von verschiedenen Seiten und es soll auch so sein. Und jetzt kommt die CDU hier auf Stadtratsebene und das kann man sehr wohl unterstützen, das ist richtig so, auch nochmal, dass der Stadtrat sich für eine Steuerneutralität in diesem Punkt bekennt. Ich hätte fast noch gerne, dass eher weniger wird, aber das ist schon mal wirklich gut. Und da sollte man auch nicht irgendwie hingehen und sagen, finde ich schlecht, nur weil es von jemand anderem kommt. Nein, das ist der richtige Weg, weil der Mieter zahlt die Zeche. Nicht irgendwie der Eigentümer, der Mieter zahlt das. Ganz deutlich. Und deswegen wollen wir diese Steuer auch nicht heimlich erhöht werden wollen. Natürlich kann es im Einzelfall passieren, aber das soll nicht ausgenutzt werden. Dann kommt der Ersetzungsantrag der Dissidenten. Ich habe eigentlich auch gar nichts anderes erweitert. Die Dissidenten sind eine Fraktion,
Das sind Genies, wenn es darum geht, Steuern zu erhöhen, Parkplatzgebühren zu erhöhen, Stellplätze zu erhöhen. Und natürlich haben sie auch dieses Schlupfloch wieder gefunden, Steuerklasse C, da auch wieder Steuern zu erhöhen, da wieder den Bürger mehr Geld aus der Tasche zu ziehen für irgendwelche ideologischen Projekte. Logisch, dass sie das gemacht haben. Aber vor den Wahlen kann man ja die Leute davor warnen, das zu wählen. Wenn ihr also eure Miete nicht erhöhen wollt, dann wählt das am besten nicht. Jetzt ist es natürlich ein unbebautes Grundstück, kann man sagen, betrifft einem ja nicht. Okay, aber heute ganz zu Beginn am Tag, da hieß es ja, hatte Herr Löser von der Stadtentwicklung gesprochen. Da ist es natürlich selbstverständlich üblich, dass Grundstücke liegen bleiben dürfen. Ich will das einfach so mal akzeptieren jetzt. Aber jetzt in der anderen Seite, da sind dann liegen gebliebene Grundstücke plötzlich Spekulationsobjekte. Wie hätten wir es gerne? Einmal so, einmal so. Nein, es ist ganz natürlich, dass Grundstücke eben tatsächlich das eine schneller, das andere weniger schnell gebaut werden. Ja, es gibt Spekulation, aber es gibt auch in der Großzahl eben eine Situation, wo Bauen vielleicht zu teuer geworden ist und gerade durch die grüne Politik ist Bauen teuer geworden, das ist halt schade. Das muss man einfach so sagen und da muss auch wieder eine Wende vollzogen werden, damit der normale Bürger wieder bauen kann und das ist unsere Aufgabe. So, kurzum zu dem Antrag von der CDU. Antrag ist unterstützenswert, ist auch ein ganz wichtiges Signal vor den Wahlen. Können sich alle überlegen, ob sie es mitmachen und den Antrag von den Dissidenten nicht mitmachen, um wieder nicht noch eine weitere Gebühr hier uns aufzudrücken. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Hans. Ich brauche keinen Zettel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Zuschauende im Stream, die es ja auch alle irgendwie betrifft, ob nun als Eigentümer einer Immobilie oder als Mieterin. Ja, wir stimmen dem Punkt, den die CDU als erstes in ihrem Antrag benannt hat, überein, dass im Zuge der Grundsteuerreform insgesamt das Steueraufkommen für die Stadt neutral ausfallen soll. Das ist ein breites politisches Versprechen gewesen. Damals wurde die Grundsteuerreform ja noch unter der Großen Koalition von CDU und SPD auf den Weg gebracht. Aber auch die Grünen haben signalisiert, dass wir nicht das einfach nutzen wollen, um eine Steuererhöhung durchzuführen. Punkt 2. Sie haben in Ihrem Antrag stehen, dass eben, Herr Krüger hat es nochmal ausgeführt, dass im Prinzip die Stadt jetzt nochmal was vorlegen soll, wie sich das entwickelt. Wir haben das jetzt eigentlich schon fast da. Im letzten Finanzausschuss hat ja Weiermüller vom Steueramt Stellungnahme auch zum zusätzlichen Dissidentenantrag, den der Herr Krüger schon erwähnt hatte, gegeben und auch noch schriftlich jetzt nochmal nachgereicht. Und da ist sozusagen eingeschätzt, dass die ja Steuer Hebesatz auf ungefähr gut 60% gesenkt werden muss, also von 635 Prozentpunkten, wie das so heißt, auf ungefähr 390 Prozentpunkte oder vielleicht drunter, um so eine Aufkommensneutralität zu erreichen. Also ich glaube, hier ist eigentlich überflüssig, zumal jetzt auch schon gesagt wurde, dass sowohl Finanzministerium als auch Finanzverwaltung gesagt haben, sie legen rechtzeitig, also ich gehe mal davon aus, so ungefähr im Sommer, damit man im Herbst eine Entscheidung treffen kann in den Kommunen, vor welcher Hebesatz aus deren Berechnung notwendig ist, um genau diese Aufkommensneutralität zu erreichen. Der zweite Punkt ist also eigentlich obsolet. Dritter Punkt, den Sie haben, da muss ich sagen, der ist inhaltlich nicht korrekt, weil Sie fordern, dass sozusagen der Haushaltsansatz, der 2024 gegolten hat bei der Grundsteuer, auch in den Folgejahren angenommen wird. Wir haben aber im Jahresabschluss 2022 schon feststellen können, dass wir 83,6 Millionen Grundsteuereinnahmen haben und in der Haushaltsplanung haben wir bisher immer nur 83,2. Sie können also sagen, ungefähr, wenn Sie die Zeitreihe sich noch ein paar Jahre zurück angucken, Sie haben so 800.000 bis 1 Million Zuwachs pro Jahr. Ich glaube, das kann man auch in der Finanzplanung schon unterstellen, weil durch Bebauung die Immobilien sozusagen an Wert gewinnen und deshalb fällt auch der Grundsteuerertrag höher aus. Aber also da würden wir jetzt dagegen stimmen, weil es einfach sachlich nicht stimmt. Man kann das natürlich später vielleicht auch mal in einem anderen Sinne verwenden. Jetzt nochmal zur Grundsteuer C. Wir finden das auch einen interessanten Antrag und ein interessantes Angebot. Wir haben es deshalb auch auf Landesebene mit verhandelt, dass entsprechend das möglich gemacht wird in Sachsen.
Sie haben den Koalitionsvertrag zumindest mit unterschrieben. Man muss natürlich das nicht auf der kommunalen Ebene umsetzen als CDU, was im Land prinzipiell vereinbart ist. Das stimmt schon. Aber wir glauben, es ist gerechtfertigt. Das wurde jetzt auch von Herrn Schulte-Wissermann schon öfter ausgeführt. Wir glauben aber, dass der Ansatz der Dissidenten eigentlich den einzelnen Menschen wenig bringt, weil, ich habe gerade die Größenordnung genannt, 83 Millionen Grundsteuereinnahmen. Und wenn man jetzt die Grundsteuer C für unbebaute Grundstücke, die spekulativ gehalten werden, ansetzt, dann dürfte das vielleicht 3-4 Millionen ergeben. Das merkt also, wenn man das zurückverteilt, niemand. Wir glauben, der bessere Ansatz wäre, man nimmt es für den Zweck, der da auf diesen Grundstücken genau nicht passiert, und zwar für den Wohnungsbau, dass man diese Steuermehreinnahmen, die im Haushalt entstehen, an anderer Stelle nutzen kann, um entsprechend den sozialen Wohnungsbau zu stärken und da schneller voranzukommen. Als Letztes möchte ich noch mal sagen, auch die CDU hat das jetzt hier sehr verschwiemelt dargestellt. Man muss ganz klar aussprechen, es wird bei den Eigenheimbesitzern eher so sein, dass sie eine deutlich höhere Steuer zahlen. Dafür wird es in den Großsiedlungen, gerade in den Großsiedlungen, wird es deutliche Steuersenkungen geben, um dann den Durchschnitt wieder eben eine Aufkommensneutralität zu haben. Das heißt, die Mieterinnen und Mieter generell, aber gerade in Großsiedlungen, werden eher eine Entlastung haben, so schon, und andere werden belastet werden, auch Gewerbetreibende, da muss unterschiedlich sein, es kommt auch auf die Lage an. Also man muss einfach nochmal deutlich, ehrlich sagen, ja, es wird sehr unterschiedliche Belastungen in der Zukunft geben, aber insgesamt werden wir mit dieser Grundsteuerumsetzung trotzdem keine Mehreinnahmen erzielen. Wir sagen, wir machen im Durchschnitt es bei plus minus null. Und damit halten wir unser Versprechen, was wir gegeben haben. Dankeschön. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde der Fraktion Die Linke gewünscht. Redebeitrag? Nein. Dann sind wir damit erstmal durch. Weitere Wortmeldungen, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Oberbürgermeister, das wird jetzt ein Spaß. So. Also, wir haben gehört von der AfD, dass wir jetzt mal wieder eine Steuererhöhungsidee gefunden hätten für unsere ideologischen Projekte. Aber wenn man den Antrag liest, steht drin, dass wir eine neue Steuer für Spekulationsgrundstücke einführen wollen, und das Ziel ist, da auch beschrieben, für die Absenkung der Belastung aller anderen. Wenn Sie das, die Absenkung der Steuer für alle Menschen, ich frage mal draußen hier Stream, wer wohnt irgendwo und wer von euch hat zufällig ein bebaubares Grundstück, wo man rein zufällig morgen was draufbauen könnte, was aber seit 20 Jahren liegen gelassen wird, weil man hofft, dass es in 10 Jahren teurer ist. Hä? Wer hat das? So, unser Antrag möchte gerne diese Grundstücke, die bebaubar sind, die man deswegen nicht verkauft oder bebaut, weil sie vielleicht noch steigen, die möchten wir besteuern und damit die Leute, die halt Grundsteuer bezahlen, nämlich wir alle, entlasten. Wenn das Ideologie ist, die Sie sozusagen ablehnen, dann ist das, was ich ja immer schon sage. Die AfD tut so, als wäre sie irgendwie für den kleinen Mann und die kleine Frau, ich sage es mit Absicht, die kleine Frau, ja, und den kleinen Mann. Aber in Wahrheit sind sie natürlich für diejenigen, die sozusagen wie diese obskuren großen Spendenkampagnen bezahlen und die sozusagen die AfD groß gemacht hat, und für die eigentlich die Politik macht, nämlich für die Menschen, die halt wirklich viel Geld haben. Und das ist sozusagen deren Ideologie, und dagegen wehre ich mich, und zwar massiv. Ich wehre mich auch dagegen, dauernd Ideologie vorgeworfen zu bekommen von Menschen, die einzig und allein in Ideologie stecken. Ja? Also das ärgert mich wirklich sehr. Meine Damen und Herren, die Grundsteuer C, der Gesetzgeber hat uns jetzt das Recht gegeben, der Landesgesetzgeber hat uns das Recht gegeben, sie einzuführen, sie liegen zu lassen, sie einfach liegen zu lassen. Ja? Und die Sachen, das Geld, was wirklich nur diejenigen, die spekulieren, bezahlen müssten, nicht einzunehmen, das ist wirklich
perfide Ideologie. Und ich bin eigentlich wirklich für den kleinen Mann und die kleine Frau, die wohnt und Grundsteuer bezahlen muss. Und wenn das ein bisschen weniger wird, dann würde ich mich sehr freuen. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu. Dankeschön. So, als nächster Herr Wirtz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss vorausschicken, dass ich mich gegebenenfalls abweichend von meiner Fraktion verhalte im Abstimmungsverhalten. Erstmal, ja, die Grundsteuer B, die wird von den Mieterinnen und Mietern getragen und die Linke hat auch in ihrem Programm stehen, dass sie alles vermeiden wird, um die Mieten weiter zu erhöhen. Insofern ist das auch ein guter Ansatz zu sagen, diese Grundsteuer soll zumindest aufkommensneutral insgesamt bleiben. Man kann es natürlich über die Grundstücke in Dresden nicht mehr so ausgleichen, wie das mal der Fall ist. Es wird also Veränderungen geben, aber zumindest ist es honorig und ehrlich, wenn man sagt, aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils wird die Landeshauptstadt Dresden im Prinzip das einnehmen, was sie bisher hatte. Zur Grundsteuer C. Ich weiß nicht, was hier die Dissidenten reitet. Ideologie ist es nicht, es ist reiner Populismus. Ich weiß nicht, ob, wenn man über Bauwesen oder Projektentwicklung und Grundstücke redet, ob es bei den Dissidenten mal jemand gegeben hat, der in den Grundstücksmarktbericht 2023 reingeschaut hat. Die Umsätze und die Transaktionen haben sich halbiert. Wir leben hier nicht im Zeitalter der Spekulation. Der Freistaat Sachsen hat die Grunderwerbssteuer von 3,5 auf 5,25% erhöht, glaube ich, so ungefähr. Also auch da ist ein gewisser Dämpfer drin, weil die Besteuerung der Transaktion schon mal höher geworden ist, was auch im Prinzip nicht für Spekulation spricht. Und die Grundstücke aufgrund der Situation im Bauwesen, dass eine Verwertung durch Bau nicht in Sicht ist, sind die Preise unter Druck geraten. Das heißt, es werden nicht mehr die Preise erzielt wie bisher. Und ich kenne ein Grundstück, was seit Jahren liegt, das ist das Plattenwerk Johannstadt, Bebauungsplan mit Baurecht. Ansonsten kenne ich nur Bebauungspläne, wo Projektentwickler verzweifelt versuchen, eine Möglichkeit zu finden, zum Bau zu kommen, die Kosten aber nicht decken können. Sie können die Kosten nicht decken. Wenn ich das jetzt hier umsetze, was ich hier im Prinzip von Baufirmen geboten bekomme, wenn ich die Kosten nehme und sage, das muss ich am Markt dann unterbringen, dann kann ich das mit einer Miete in Dresden und mit Kosten in Dresden nicht abbilden. Das ist die Realität. Und da kommen Sie und sagen, aha, Sie sind ja ein Spekulant, jetzt knallen wir noch ordentlich eine Grundsteuer drauf, eine erhöhte. Ja, das sagen die, gut, das erhöht meine Kosten noch mehr, kommt dann nochmal in den Angebotspreis rein und es kommt nochmal in die Miete rein. Das ist vollkommen, zurzeit ist das Gift. Eine vollkommen falsche Symbolik. Und ich kann noch was sagen, es gibt hier einen Bebauungsplan in Dresden, da sind 93 Wohnungen drauf. Die sind in der verzweifelten Situation, dass es lange gebraucht hat, Baurecht zu bekommen. Sie sind für Fernwärme zu klein, für die Wärmepumpe ist zu groß, wird zu laut und die Holzpelletheizung ist nicht mehr genehmigungsfähig. Und dann sagen Sie Spekulant, jetzt müssen Sie zahlen. Das lehne ich ab und ich denke mal, wir müssen sehen, dass wir mit dem Wohnungsbau wieder in Gang kommen und müssen da auch ein bisschen zusammenarbeiten und mit denen, die bauwillig sind, kooperieren. Und wenn alle in Dresden, die hier im Prinzip lange und jahrelang auf einen Bebauungsplan, auf eine Baugenehmigung warten, sagen, okay, wenn ich bauen möchte und ich darf, dann kriege ich die Grundsteuer C ausgezahlt, dann können wir mal drüber reden. So, das hat Herrn Lichti nochmal motiviert, auch einen Beitrag zu leisten. Bitte schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe diese Debatte wirklich nicht und Herr Dr. Brauns, ich bedanke mich für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Also, unser Vorschlag lautet, dass der Oberbürgermeister aufgefordert wird, einen Vorschlag zur Grundsteuer C vorzulegen. Wir wollen das Instrument der Grundsteuer C nutzen. Wie das ausgefüllt wird, welche Dampfrad, wie Martin Schulte-Wissmann so schön gesagt hat, dort eingestellt wird, welche Flächen in der Stadt dazu irgendwie herangezogen werden sollen, wie hoch dann der Preis sein soll, lassen wir alles offen. Lassen wir alles offen. Im Augenblick geht es darum, will sich dieser Stadtrat tatsächlich zu diesem Instrument bekennen oder nicht.
Und Martin Schulte-Wissermann hat es gesagt, es war, glaube ich, eine Regierung Merkel im Jahre 2020, CDU, SPD, die den § 25 Absatz 5 eingeführt hat, wo eben genau dieses Instrument vorgesehen wurde. Und jetzt tun Sie doch einfach nicht mehr, also ich finde das eigentlich unerträglich. Wir haben hier in Deutschland auch nach diesem Verfassungsgerichtsurteil eine langjährige Debatte gehabt, wie man mit diesem Urteil umgeht. Und ein Ergebnis dieser Debatte war, dass man den Kommunen etwas mehr Spielraum gibt, weil man nämlich genau wusste, es wird bei der Umstellung an vielen Stellen knirschen, was man eigentlich politisch nicht so gern hat oder gerne vermeiden möchte. Und genau aus diesem Grund hat man dieses Instrument eingeführt. Und man hat etwas sehr Richtiges getan, man hat nämlich gesagt, wir überlassen das den Kommunen. Das ist genau der richtige Weg gewesen. Das hat die Bundesregierung, der Bundestag gemacht, das hat auch zum Glück auch der Sächsische Landtag, das hat eine Weile gedauert, aber dann hat man sich auch dazu entschlossen. So, und jetzt haben wir mal wieder ein Instrument im sozialen Grund- und Bodenrecht, was wir als Kommune nutzen können. Und diese ideologischen, wirklich bornierten Bretter, die hier die rechte Seite vom Kopf hat, dass sie grundsätzlich alle bodenpolitischen Instrumente des Baugesetzbuches oder des Steuerrechts grundsätzlich für sozialistisches Teufelszeug erklärt und schon gar nicht mal beginnt zu denken, ja, das ist wirklich eines der größten Hemmnisse in der Stadtentwicklungspolitik und auch in der sozialen Politik dieser Stadt. Milieuschutzsatzung. Ich sage es jetzt nicht, sonst kommt der Herr Wirtz wieder, ja? Also Thema Stellplätze und so weiter und so weiter. Das Thema Enteignung oder so, ja? Was haben wir diskutiert? Wir haben das Thema Krankenhaus. Wir brauchen dringend die Erweiterung, aber die Stadt weigert sich überhaupt, den Gedanken zu machen, mal hier eine Enteignung vorzubereiten, was dringend erforderlich ist, dass wir das Krankenhaus Friedrichstadt erweitern können. Hier geht es um eine Grundsatzdebatte. Wollen wir als Stadt Dresden endlich mal die ganz normalen Instrumente des Rechts mal nutzen im Interesse des Allgemeinen? Geht's. Und ich finde es wirklich mehr als bedauerlich, dass die rechte Seite immer noch nicht bereit ist, überhaupt in eine Diskussion einzutreten. Und dann können wir nämlich genau diese Fragen, diese Probleme, die Sie aufgeworfen haben, wie ist es mit den Vonovia-Grundstücken, wie ist es mit dem Plattenwerk und so weiter. Hier werden Popanzer aufgebaut, die sind einfach sachlich nicht gerechtfertigt. Deswegen lassen Sie uns doch mal diesen Mut haben und einfach mal das Thema diskutieren, anstatt wieder aus ideologischen Gründen sofort zuzumachen. Danke. So, ängstlicher Blick auf die Tafel, keine weitere Wortmeldung, denn versuchen wir schnell zur Abstimmung zu schreiten. Also, wir haben einen Ergänzungsantrag der Dissidenten. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Maschine an? Ja, das ist gut. Ja-Stimmen, 34 Nein, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Somit kommen wir zum unveränderten Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 3 Nein, 17 Enthaltungen, damit wäre das so beschlossen. Bringt uns zum nächsten Tagesordnungspunkt 17.6.